jetzt wollen wir uns Funktionen und Methoden anschauen. Neue Überschrift. Genau genommen haben wir sogar schon einige Funktionen gesehen. Gehen wir nochmal zurück, eine Zelle zurück. Int ist zum Beispiel eine Funktion. Oder auch print ist auch eine Funktion. Schauen wir uns noch weitere Funktionen an. Es gibt zum Beispiel die Funktion len, steht für length. Und damit können wir uns die Länge zum Beispiel von einem String anzeigen lassen. Nochmal zur Erinnerung, in unserer Variablen name haben wir den String Lovelace und Lovelace hat 8 Zeichen. Neben Funktionen gibt es auch Methoden, zum Beispiel die Methode upper. Mit upper können wir alle Buchstaben in einer Zeichenkette groß schreiben. Dafür brauchen wir einmal die Variable name und um die Methode zu nutzen, schreiben wir dahinter Punkt upper und geöffnete und schließende Klammern. Wenn ich das ausführe mit Shift Enter, bekomme ich Lovelace zurück und zwar mit allen Buchstaben groß geschrieben. An der Variable an sich ändert sich allerdings nichts. Das passiert nur, wenn wir die Methode anwenden. Eine weitere Methode, die manchmal ganz nützlich sein kann, ist count. Damit können wir bestimmte Zeichen zählen. Nehmen wir nochmal name.count. Dieses Mal kann ich in die Klammer schreiben, was ich zählen möchte, zum Beispiel den Buchstaben E. Und bekomme 2 zurück, denn in Lovelace sind 2 Es. Es gibt noch viele weitere Funktionen und Methoden. Wir werden bestimmt auch noch auf einige stoßen. Du kannst dir auch gerne mal im Internet anschauen, was für Funktionen und Methoden es noch gibt. Bei uns war es das erstmal und im nächsten Video geht es weiter mit Listen und Dictionaries.